Level 2 Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Artikelnummer SCP-3740. Verwahrklasse Keter. Störungsklasse Eki. Risikoklasse Vorsicht. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-3740 wird derzeit in mehreren modifizierten großen humanoiden Verwahrzellen in Standort 81 verwahrt. Die Zellen von SCP-3740 wurden mit handgefertigten rustikalen Möbeln und einer Fülle von tierischen Fellen und Fackeln sowie einem großen Steinkamin und einem Bärenfellteppich ausgestattet. Es sind zu allen Zeiten nicht weniger als 15 Fässer Bier im Speisesaal bereitzustellen. Obwohl ursprünglich angenommen wurde, dass nur höherwertige Biere zur Zufriedenstellung von SCP-3740 führen würden, konnten keine Abneigungen gegenüber kommerziellen Marken festgestellt werden. Aus diesem Grund sind die Fässer mit Oettinger Bier zu befüllen. SCP-3740 ist in der Lage, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Jedoch kann es vorkommen, dass es gelegentlich Mitglieder seines Eindämmungsteams bittet, ihm bei seiner Mahlzeit Gesellschaft zu leisten. Für diese Anlässe sollte das Foundation-Personal eine ganze Kuh oder ein ganzes Schwein zur Verfügung stellen, welche SCP-3740 dann zubereitet und nach seinen Wünschen serviert. Unter keinen Umständen dürfen Personen SCP-3740 als etwas anderes als Ashur, Gott der windgepeitschten Ebenen und des auftürmenden Himmels, der siegreiche und unbezwungene göttliche Herrscher Ashur oder einfach mächtigster Ashur ansprechen. Zusätzlich muss auf die Mitglieder des Eindämmungsteams von SCP-3740 mit den folgenden Pseudonymen verwiesen werden. Dr. Barrett, Ulmar der Ungebrochene. Dr. Fischer, Niems, Held der Ödlande. Dr. Leeds, Eleanora Donnerschlag, Zauberin der hochaufragenden Wolken. Forscher Zimmerman, Fott der Grausame. Forscher Oppenheimer, Aldous Manhattan, Schlechter seiner Feinde. Forscherin Quinn, Kamet, die ebenfalls Ungebrochene. Forscher Lee, Salomo des Ostens. Forscher Marshall, Ninurta, das vergessene Schwert der Nacht. Während eines besonderen Festes, das von SCP-3740 veranstaltet wurde, duellierte sich Forscherin Quinn, die zuvor Kamet, die Kirchliche genannt wurde, betrunken mit Dr. Barrett. Nach dem 10-minütigen Kampf mit von SCP-3740 bereitgestellten Schwertern erklärte dieser Quinn zu Kamet die ebenfalls Ungebrochene und referenziert sie seither als solche. Nach einer Niederlage von SCP-3740 in einem Damenspiel gegen Forscher Marshall, welche eine 10-tägige Trauerphase zur Folge hatte, erklärte die Entität Marshall zum größten Helden dieser grünen Erde. Die laufende Verwahrung von SCP-3740 setzt die strikte Einhaltung des Mount Olympus-Protokoll voraus, einer Desinformationskampagne, die von den Eindämmungsspezialisten von Standort 81 erstellt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang 3740.2. Beschreibung: Bei SCP-3740 handelt es sich um eine humanoide, realitätsbändigende Klasse 8-Entität, von der angenommen wird, dass sie Ashur, der assyro-babylonische Gott der Luft und Führer des assyrischen Götterpantheons, ist. SCP-3740 ist in der Lage, Luftströme nach Belieben zu manipulieren, mit fliegenden Tieren zu kommunizieren und Luftdruck und Temperatur zu kontrollieren. Weiterhin kann SCP-3740 Windböen mit mehr als 500 km/h, Zyklone und andere solche meteorologischen Formationen erzeugen und kontrollieren. SCP-3740 besitzt das Aussehen eines jungen, großen, muskulösen Mannes mit allgemein heller Haut und schwarzen Haaren. SCP-3740 spricht mehrere tote Sprachen sowie Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Farsi und Armenisch fließend. Aufgrund der Fähigkeiten und Eigenschaften von SCP-3740 ist es derzeit als anormale Keter-Klasse-Entität eingestuft. Unsere Eindämmungsmaßnahmen werden jedoch durch die Tatsache unterstützt, dass SCP-3740 bemerkenswert leichtgläubig ist. SCP-3740 akzeptiert fast alle Aussagen und zeigt keine Spuren von Skepsis oder Unsicherheit. SCP-3740 glaubt bereitwillig alles, was von einer Person gesagt wird, solange es in dem Glauben ist, dass es sich bei dem Individuum um eine ähnlich mächtige Gottheit handelt. Tatsächliche übernatürliche Leistungen sind als Beweis für die göttliche Macht nicht erforderlich. Einfache Karten- oder Taschenspielertricks sind in den Augen von SCP-3740 ein ausreichender Beweis für die Göttlichkeit. Anhang 3740.1.
Entdeckung. SCP-3740 wurde bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep entdeckt. Augenzeugenberichten zufolge saß SCP-3740 mit einer großen Gruppe von Personen an der Bar und trank in rauen Mengen, als er von einem anderen Gast nach einer angeblichen Beleidigung geschubst wurde. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei, die darin endete, dass SCP-3740 die Vorderwand des Gebäudes mit einem heftigen Windstoß zerstörte. 18 Menschen wurden verletzt und tausende Euro an Sachschäden verursacht. Anhang 3740.2 Mount Olympus Protokoll. Vorwort. Beim folgenden Dokument handelt es sich um einen Auszug aus einem internen Memo zwischen Mitgliedern des Eindämmungsforschungsteams von Standort 81. SCP Foundation, gesicherter Server, Standort 81. 3740/4, Verschlusssache. An 3740 Forschungsteam, Standort 81, Eindämmungsforschungsteam, Standort 81, Administration, Standort Direktorengremium, Foundation Eindämmungsausschuss. Von Dr. G. McElroy, Standort 81, Leiter der Eindämmungsforschung. Ich schicke Ihnen dieses Memo, weil ich sicher bin, dass viele von Ihnen am Morgen bemerken werden, dass wir unsere Bestellung für zusätzliche Eindämmungsmaßnahmen storniert haben. Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, realitätsbändiger, geschweige denn Achterklassen einzudämmen. Und wir nutzen normalerweise nichts weniger als die ganz großen Geschütze für sie. In diesem Fall brauchen wir uns jedoch keine Sorgen zu machen. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, aber Dr. McElroy, warum sollten wir nicht alle Register ziehen für ein Wesen, das buchstäblich das Dach von Standort 81 blasen könnte? Ist dieser unbedachte Ansatz für die Verwahrung von SCP-3740 nicht unlogisch und gefährlich? Die Antwort auf diese zweite Frage ist normalerweise ja. Aber in diesem Fall hatten wir Glück. Manchmal wirft einem diese unnatürliche Welt einen Brotkrumen hin. Die Sache ist die. SCP-3740 ist zweifellos die leichtgläubigste Person, die ich je in meinem ganzen Leben getroffen habe. Ich mache keine Witze. Ich betrat seinen Raum und stellte mich als Bliss Delight vor. Einem Wesen aus reiner Energie, baute etwas Elektrostatik auf und verpasste ihm mit meiner Hand einen kleinen Stromschlag. Seine Reaktion? Immer ein Vergnügen, einen anderen Gott zu treffen. Und selbst heute nennt er mich noch Bliss Delight. Jim Oppenheimer hat ihn aufgetischt, wie er, Zitat, im Alleingang gegen 1000 Männer gekämpft und diese getötet hat, weil sie seinen Bruder verraten hatten. Und der Kerl nennt ihn seitdem nur noch Aldous Manhattan, Schlechter seiner Feinde. Es ist absoluter Wahnsinn. Also haben wir dem Kerl eine überzeugende Lüge aufgetischt. Ihm gesagt, dass er super wichtig ist, dass er seine Zelle nicht zerstört und er ist absolut zufrieden damit, herumzusitzen, zu trinken, zu ficken und diese verrückten Feste mit den Mitgliedern seines Eindämmungsteams zu feiern. SCP-3740 kann sich sehr wohl irgendwann in ein Eindämmungsrisiko verwandeln und im Moment werden wir seine Klassifizierung nicht in Frage stellen. Aber Sie alle können beruhigt schlafen, denn die gefährlichste Entität im Standort 81 denkt, dass unser Direktor Actus ein übernatürlicher Allvater namens Maltheus, der Horror aus Hadrians Hölle ist, weil er weiß, wie ein Lichtschalter funktioniert. SCP-3740 ist jederzeit mehr als in der Lage, unsere Sicherheitsvorkehrungen zu durchbrechen. Um ein solches Ereignis zu verhindern und die langfristige Verwahrung von SCP-3740 aufrechtzuerhalten, wurde das folgende Mount Olympus-Protokoll erlassen, um alle zukünftigen Kommunikationen mit SCP-3740 zu koordinieren. SCP-3740 glaubt derzeit, dass es sich in einem Gebäude namens Angolian Chateau befindet, einem Gebäude, das es während der Schlägerei, bei der es entdeckt wurde, erobert hatte und sich aufgrund des regen Alkoholkonsums nicht mehr daran erinnern kann. Innerhalb der Verwahrzelle gibt es drei Arten Personal, das jederzeit mit SCP-3740 interagieren darf. Diener. SCP-3740 glaubt, dass seine Verwahrzelle mit Dienern bzw. Sklaven ausgestattet ist, die er als Elamiten oder Chaldea bezeichnet. Diesen Personen ist es nicht gestattet, mit SCP-3740 zu sprechen oder Augenkontakt mit der Entität aufzunehmen, da dies als ein Zeichen von Respektlosigkeit wahrgenommen wird und SCP-3740 erheblich in Aufregung versetzen wird. Bei allen Personen dieser Kategorie handelt es sich um D-Klasse-Mitarbeiter. SCP-3740 ignoriert diese Personen typischerweise und verhält sich ihnen gegenüber nicht feindselig, solange sie in der Rolle bleiben. Chateauwächter.
Dies sind Mitglieder des Sicherheitspersonals von Standort 81, die zur Zeitperiode passende Rüstungen und Waffen tragen und als Wachen an der Haustür der Zelle stationiert sind. Aufgrund ihres Status als Militärangehörige behandelt SCP-3740 sie typischerweise wie Waffenbrüder, allerdings ohne den Klassen- oder Rangunterschied zwischen ihnen zu ignorieren. Es kann vorkommen, dass SCP-3740 diese Person auffordert, gegen ihn zu kämpfen. In diesem Fall wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie sich von ihm überwältigen lassen und sich ergeben. Dies ist insbesondere wichtig, da SCP-3740 zwar diese Trainingskämpfe genießt und gerne mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Kriegsführung prahlt, aber eigentlich ein ausgesprochen schlechter Kämpfer ist. Die Wächter müssen darauf achten, ihn nicht wütend zu machen, indem sie ihn bei diesen Kämpfen besiegen. Götter und Helden. Dabei handelt es sich um Mitglieder des Eindämmungsteams und des Forschungspersonals des Standorts, die SCP-3740 davon überzeugt haben, dass sie Götter oder legendäre Helden sind. SCP-3740 hat eine sehr vertraute Beziehung zu all diesen Individuen und spricht von ihnen, als wären sie seine eigenen Familienmitglieder. Er wird sie routinemäßig um ihre Anwesenheit bei Festen bitten, die er in seiner Verwahrzelle abhält und während derer er eine unmenschliche Menge Alkohol konsumiert und grandiose Geschichten mit seinen Mitgottheiten teilt, sowie die Elamiten und Chaldeer verspottet. SCP-3740 wurde dazu gebracht zu glauben, dass die Schlägerei, die zu seiner Entdeckung führte, so heftig war, dass sie ein Portal durch Raum und Zeit geöffnet und ihn in die Antike zurückgebracht hat, wo er wieder an der Spitze des assyrischen Pantheons regiert. Wie üblich hatte SCP-3740 keine Probleme damit, diese Version der Ereignisse zu akzeptieren. Foundation-Schauspieler, die sich als andere Mitglieder des assyrischen Pantheons ausgeben, haben dazu beigetragen, die Illusion des Protokolls zu verstärken. Anhang 3740.3 Befragung von SCP-3740. Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Aufnahme einer Befragung, die von Dr. Monica Leeds kurz nach der Einführung des Mount Olympus-Protokolls durchgeführt wurde. Ashur, Grüße. Und Grüße an dich, oh wundersame Zauberin. Ich habe gerade erst von dir gesprochen. Warte einen Moment. Thaddeus, Atemor! Kommt hier rein, ja, kommt her. Ich habe gerade meinen Brüdern Thaddeus und Atemor von dir erzählt, Eleanora. Das, Freunde, ist die schöne und schreckliche Eleanora Donnerschlag. Ist es nicht ein unvergesslicher Anblick? Die Mitglieder des Sicherheitsteams, die beide direkt für Dr. Leeds arbeiten, nickten zustimmend. Das ist sehr freundlich von dir, Ashur. Unsinn, ich kenne keinen besseren Weg, um eine große Kriegerkönigin wie dich zu beschreiben. Hier, Eleanora, zeig's ihnen. Zeig ihnen die Sache noch einmal, Die Regensache, ja, das Sturmbeschwörungsding. Bitte, bitte! Dr. Leeds klatscht dreimal in die Hände und das sich außerhalb befindende Eindämmungspersonal aktiviert die Sprinkler in der Zelle. Welche enorme Macht! Ich hab's ihr gesagt, Bruder, ich hab ihr neulich, erst neulich gesagt, dass sie mehr Macht hat als jeder andere, den ich je zuvor getroffen habe. Mehr noch als der Polymorphe von Dionysus oder die Mamelucken der arabischen Quelle. Vermutlich besitzt nur unser großartigen Begleiter Salomon mehr Macht als sie. Ich sah ihn erst kürzlich, wie er seinen Daumen durch einfaches Bewegen der anderen Hand entfernte. Wirklich erstaunlich. Beide Wachen nickten zustimmend. Aber wie dem auch sei, ich bin sicher, Eleanora hat wichtige Dinge mit mir zu besprechen. Thaddeus Atemor, auf eure Posten! Jetzt, Eleanora, lass uns offen sprechen. Wie geht es dir? Es geht mir gut, Ashur. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, mit dir zu verkehren, Eleanora. Auf, sexuelle Weise. Ja, das hast du schon erwähnt, Ashur. Leider wurde ich verflucht. Verflucht? 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 Wie kann das sein? Wer würde dir solche schreckliche Sache antun? War es ein Elamiter? Eine Hexe? Eine Elamiter-Hexe? Nein, definitiv kein Elamiter. Es war nur ein Goblin. Ein Goblin rannte an mir vorbei und stahl mir einfach meinen Intimbereich. Sehr tragisch. Die Götter seien verdammt! Außer uns natürlich. Aber so oder so. Was, liebe Eleanora, ist das Ausmaß des Schadens? Ich meine, es ist alles glatt da unten. Geister, habt Gnade! Ein heftiger Wind wird aufgewirbelt und der Stuhl von SCP-3740 wird nach hinten geschleudert. Du arme,
unglückliche Seele! Ich werde Bocken auf die teuflische Kreatur werfen, die dir das angetan hat! Lass deine Schreie für immer von der gesalzenen Erde ertönen! Ich schätze die Geste sehr, Ashur, danke. Aber hör zu, der Grund, warum ich dich besuchen kam, ist, um zu fragen, ob du deine Unterkunft hier genießt. Zweifellos! Ich habe hier nur die besten Möbel und Dekorationen, wie du sehen kannst. Unser guter Freund Tiamat hat diese bodenlosen Fässer mit feinstem Bernsteinbier beschafft. Und schau her, Ulma brachte mir gerade diese eigentümliche Fackel mit. Und sieh dir das an! SCP-3740 klatscht einmal und das Licht geht an. Was für ein bemerkenswerter Schatz. Natürlich. Ich wollte nur sicher gehen, dass es dir hier an nichts mangelt, Ashur. Auf keinen Fall. Warum sollte ich jemals einen solchen Palast verlassen wollen? Fällt mir eine Sache ein. Ich würde sehr gerne mit dir verkehren. Goblin, Ashur. Alles glatt da unten. Die Götter seien verdammt. Anhang 3740.4. Nachweis übernatürlicher Fähigkeiten. Um eine ordnungsgemäße Kommunikation mit SCP-3740 zu erleichtern, müssen alle Mitarbeiter in Forschung und Verwaltung eine Leistung erbringen, die ausreicht, um SCP-3740 zu beweisen, dass sie göttliche Wesen auf Augenhöhe mit 3740 selbst sind. Bisher reichten die folgenden Handlungen aus, um SCP-3740 zu täuschen. Dr. Clark ließ eine Eisenkugel mit Magneten und Draht durch den Raum schweben. Dr. Yemmer benutzte einen Laserpointer, um eine Katze herumlaufen zu lassen. Forscher Kirio besitzt Haare mit einer nicht natürlichen Farbe. Dr. Vanderbilt zog eine Münze aus dem Ohr von SCP-3740. Dr. Andrews hielt sich einen Bleistift an die Seite seines Kopfes und tat so, als würde er ihn verschlucken. Forscherin Dansby jonglierte. Juniordirektor Schmidt vollzog einen Kartentrick. Forscher Qualo äxte ein Bier. Direktor Actus benutzte einen Lichtschalter. Anhang 3740.5. Mitschnitt eines Festmahlereignisses. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den aufgezeichneten Audiodateien, die von einem wöchentlichen Festessen stammen, das von SCP-3740 in seiner Verwahrzelle mit Mitgliedern seines Forschungsteams abgehalten wurde. Und da war ich, allein auf dem Schlachtfeld. Und auf der anderen Seite des Flusses steht Adam LSM. Er regt sich furchtbar auf, wisst ihr, weil ich ihm mit der Latte zugewunken habe und... Latte? Er meint seinen Schwanz. Seinen göttlichen Hammer. genau der. Also winke ich ihm mit dem Ding zu und er... Warte, Xenu, willst du noch einen Drink? Wen will ich verarschen? Natürlich willst du das. Lass mich nur machen. SCP-3740 manipuliert den Wind im Raum, um Agent Allens Becher zu einem Fass zu bewegen und ihm ein weiteres Getränk einzuschenken, wobei er den Becher an Agent Allen zurückgibt, als dieser voll ist. Agent Allen nickt in Zustimmung. Wie auch immer, er versuchte den ganzen Fluss auf mich zu werfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nachdem ich ihm die Höflichkeit erwiesen habe, der größere Mann zu sein, beschließt er, mich den Fluss trichtern zu lassen. Der Schurke! Also, was hast du dann getan? Hab ihm natürlich den göttlichen Hammer ins Gesicht geschlagen. Ich hab eine bessere Geschichte. Also, ich wurde einmal angeheuert, um gegen den zerbrochenen Gott auf einem Feld in Alagadda zu kämpfen. Und ich habe den Speer des Ungläubigen in meiner rechten Hand und den abgetrennten Kopf von Jack Bright in meiner linken Hand. Eine spannende Geschichte. Erzähl weiter. Ah, hör nicht auf ihn. Der hat nur Scheiße im Kopf. Geister, rettet ihn. Was für eine katastrophale Wendung der Ereignisse. Mein Freund Brecher der Knochen. Es gibt Örtlichkeiten direkt am Ende der Halle. Die besten im ganzen Reich. Importiert direkt aus dem fernen Land Kohle. Was? Du meinst das Klo? Warum? Dein Kopf ist voller Scheiße, nicht wahr? Anhang 3740.6. 4. November 2017, Ereignisaufzeichnung. Am 4. November 2017 erschien plötzlich eine weitere Entität, die von SCP-3740 Suen genannt wurde, in der Verwahreinheit von SCP-3740. Diese Entität, ein muskulöser, humanoider Mann, der eine gepanzerte Brustplatte, einen Helm und einen Speer trug, kommunizierte kurz mit dem Eindämmungspersonal, bevor er verschwand. Im Folgenden finden Sie einen Mitschnitt dieses Austausches.
Also sagte ich ihm, welch größere Macht könnte ein Gott haben, als eine orangene Kugel auf seinem Finger zu drehen. Wirklich unglaublich. Na, Schur, komm schon, Kumpel, es ist an der Zeit. Moment, warte mal, was ist hier los? Ah, Sven, mein Freund, du bist auch in die Vergangenheit zurückgekehrt. Das war ein glücklicher Zufall. Ich habe gerade meinem Freund Ulmer hier von unseren Missgeschicken in der alten Zeit erzählt. Ulmer, wer bist du? Ich bin Ulmer, der Ungebrochene. Wer bist du denn? Ulmer? Ich habe noch nie von einem Ulmer, den Ungebrochenen, gehört. Sag mal, was für ein Unsinn ist denn hier los? Aschur, was soll das? Ich habe dir bereits gesagt, anmutiger und zarter Sven... Nenn mich nicht so. Das ist Ulmer, der Ungebrochene. Ein mächtiger Herrscher dieser Welt, wie ich selbst. Sieh seine großartige Macht. Schubst Dr. Barrett. Zeig ihm die Ausmaße deiner Kraft, Ulmer. Dr. Barrett zieht zögernd seinen Ellbogen an den Mund und leckt ihn. Genieße diesen Anblick mit mir, Sven. Sieh, wie sein Arm sich nicht aus der Schulter löst. Sieh die Länge seiner Zunge. Die Nationen der Welt sollten diesen Mann zu fürchten wissen. Sven scheint nicht beeindruckt zu sein. Wie ich schon sagte, Sven, es ist schön, dich wiederzusehen. Mein guter Begleiter Ulmer hier und die Mitglieder seines Pantheons haben dieses Königsschloss, das ich heute bewohne, mit den besten Waren aus dem ganzen Land angemessen ausgestattet. Es ist eine wahre Festung des Luxus, mein Freund. Was meinst du mit Königsschloss? Ist dir nicht klar, dass du... Oh, ich verstehe, was hier vor sich geht. Du hast einer von... Ja, okay, absolut, ja, das... Das ist ja großartig. Was für eine Erleichterung. Was? Was meinst du damit? Suen nimmt Dr. Barrett beiseite. Du würdest nicht glauben, wie lange wir schon Aschur babysitten. Dem Kerl kann man einfach nicht helfen. Du weißt offensichtlich, was ich meine, aber trotzdem, ein Haufen Arbeit, habe ich recht. Wir hatten sogar diese ganze Sorgerechtssache eingerichtet, wo ich mich für ein paar Jahrzehnte um ihn kümmern würde und dann wäre Nergal dran, aber der ist immer etwas beschäftigt und dieser Nazarener-Bänke mit seiner Fischbesessenheit hat sich seit etwa 2000 Jahren nicht mehr blicken lassen. Aber so oder so, hör zu, du tust mir hier einen großen Gefallen, Kumpel. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Warte mal, was? Wer bist du nochmal? Suen, Gott des Mondes. Aber mach dir keine Sorgen darüber. Mach einfach weiter mit der ganzen Arbeit. Wenn du das brauchst, ruf mich an. Suen verschwindet ohne Vorwarnung. Was? Was? Hallo? Hat das noch jemand gesehen? Mann, dieser Sven. Ich habe ihn eine Weile nicht gesehen. Aber was für ein Typ, was? Kannst du glauben, dass der Kerl denkt, er sei ein Gott? Gott des Mondes. Was soll das überhaupt bedeuten?